Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von NBA 2K Playgrounds 2. Wir befinden uns in der zweiten Runde in der Eastern Conference. Ich zeige mal ganz kurz hier nochmal den Playoff Table. Also wir müssen ran gegen die Washington Wizards auf der anderen Seite, die Cleveland Cavaliers gegen die 76ers, die Pelicans gegen Golden State und San Antonio Spurs gegen die Houston Rockets. Das ist das Texas-Duell. Kümmern wir uns aber erstmal um uns selber. Ich habe jetzt ein bisschen Pause gemacht, habe gerade eben noch mal schnell ein Testspiel gemacht, dass ich zumindest einigermaßen wieder reinkomme. So, jetzt siehst du was ich dir nicht verbergen kann. Ich habe meine andere Saison vor ein paar Tagen, als ich meine Zahnschmerzen hatte, mit den Boston Celtics zu Ende gespielt. Deswegen habe ich Ray Allen jetzt schon am Start. Genauso wie Paul Pierce, den ich hier jetzt mit dabei habe. Deswegen können wir eigentlich ein klein wenig switchen. Und zwar spiele ich jetzt mal mit Jason Tatum und mit Paul Pierce. Genau, die beiden gegen Wes Unseld und John Wall. Gut, Konzentration, lange nicht gespielt. We are moments away from tip-off in a playoff scuffle against DC's own Specialists of Sorcery, the Washington Wizards. Although opponents would rather refer to them as those who must not be named, guys like John Wall and Bradley Beal could materialize on the playground and make your finals chances disappear. I just want you guys to sit back and embrace this. Ja, vielen Dank für eure ganzen Tipps in den Kommentaren in den letzten Folgen. Also auch mit dem Schubsen. Habt ihr gesagt, Schubsen leert auf jeden Fall die Energieleiste, deswegen mache ich das bloß am Anfang oder wenn die Energieleiste sowieso schon leer ist. Und der nächste Dank. So, dann habt ihr euch gewünscht, dass ich zu diesen legendären historischen Spielern, wie zum Beispiel Wes, der gehört uns. Kommt sie durch? Goodness. What a dunk. Einfach nur so ein paar Sachen erzählen. Also Wes ist halt einer, der... Oh, der muss rein. Bam, schönes Ding. Ist neben Will Chamberlain der einzige Spieler, und das wissen ja jetzt nicht ganz so viele, beziehungsweise ich glaube, es ist gar nicht der einzige, sondern der zweite, der das nach Will Chamberlain überhaupt geschafft hat, in seinem ersten Freshman-Jahr Rookie of the Year zu werden und gleichzeitig MVP. Und der ist auch bitter. Was halt schon eine mega kranke Leistung ist. Also man muss sich das erstmal vorstellen, Rookie of the Year ist schon super schwer und dann auch noch Most Valuable... Oh, den legt er nochmal. Aber ich verteidige es halt nicht. Okay, Fast Break. Das sieht echt richtig gut aus, gerade eben für uns. Wall. Ah, jetzt kommt erstmal. Eigentlich wollte ich. Aggressive rebounding. Das war jetzt nicht der Plan, aber jetzt erstmal zurück, dass ich in die Defense komme. Und was ein Block. Sprint all you want, it won't affect was your stamina. No score on the slam. Meine Güte, das ist wieder, dass der nicht reingeht. Get some ice on that. Schaut euch an, wir... Oh! He jagged it. Was ein Fake und dann Wes macht ihn rein. Oh, ganz gefährlicher Bonus. Da muss man immer aufpassen. Brained him. Okay, danke. Streak. Warum droppt der einfach so easy, obwohl der contested ist? Pierce. Those are ja, supposed to go in every time. Oh, the smackdown. Ah, block in your face. Und dunk in your face. Starkes Ding. Puh. He cannot get past his defender. Wieder drauf. Unseld. Wall. Loads some shot sagen, there. Never. Never easy going. Streak.
Gut, ein aus der vergangenen Zeit, aber das könnten schon einige von euch wissen. Ja, die Washington Wizards hießen ja nicht immer nur Washington Wizards, sondern hießen ja früher Baltimore Bullets. Wenn ich da jetzt nicht... Wenn ich da jetzt nicht komplett auf dem Dampfer, falschen Dampfer bin. Hab ich. The rebound and pass. Easy. Super streak. Easy. Nee, für die. Wiggled him. Oh, you're good, man. Das ist ja, das ist von der Namenskonstellation her so crazy. Those are supposed to go in. Der geht auch wieder rein. Schönes Ding. Ey, er spielte sowohl für die Baltimore Bullets als auch für die Washington Bullets. Ich hab mir das nämlich hier aufgeschrieben. Der droppt sowieso nicht. 21-10. Baltimore Bullets, da muss ich jetzt gleich mal gucken. Was hat denn die eigentlich für ein Logo? Playoff victory in the book. Baltimore Bullets. Ja, noch nicht so kreativ wie heute, kann man sagen. Noch nicht so kreativ wie heute. Gehen wir direkt rein ins nächste Spiel. Gut, das mit dem Rookie of the Year habe ich schon erzählt. Ins All-Star-Team hat das 5-mal geschafft. 1969, 1971, 72, 73 und 75. Zudem führte er, was habe ich noch, 1975 die NBA beim Rebounding an. Also, war ein wirklich guter Spieler, aber jetzt so einer, der jetzt vom Glamour ja natürlich nicht an andere Größen in dieser Zeit herankommt. Ja, ich bleib mal bei dieser Kombination. Gut, wir können noch ein bisschen über John Wall quatschen. Ja, natürlich ist Wes in der Hall of Fame. Ich glaube, das ist klar. John Wall, boah, Mann, das ist leider genau diese Saison, die man erwartet hat für die Wizards. Also, sieht aktuell gar nicht gut aus. Die spielen als Team. Und die spielen als Team einfach nicht gut zusammen. Da passt in der Offense nicht, in der Defense nicht. Das ist... Der ist bitter. Perfekt. Absolutely perfect. Trotz allem finde ich, dass John Wall... Ist er unter meinen Top 5 Point Guards? Ja, normalerweise schon, aber Kemba Walker spielt jetzt in dieser Saison auch richtig krass. Deswegen... Ich kann es jetzt leider nicht verraten, weil es wird auf jeden Fall demnächst kommen. Entweder als Podcast oder als Video. Meine Top 5 Point Guards vom Ranking her. Ich gehe es jetzt gerade in meinem Kopf durch. Er wird auf jeden Fall... Wieder perfekt. Wird auf jeden Fall eng für ihn. Es wird eng für ihn. Aber er hat eigentlich... Super Drive. Einen Wurf. Geilen Dank. Kann richtig hochjumpen. Kann auch richtig geil verteidigen, wenn er möchte. Oh. Smooth, der war ja mal leicht. Der war wirklich smooth. Oh, bobbing and weaving. Und der Ort, was sind die Fans? Was sind die Fans? Und jetzt zieh durch. Tatum. Pierce. Ja. Wir haben noch gar keinen Alley-Oop gemacht, glaube ich, heute. Das ist der erste, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Oder der zweite. Doch einen habe ich, glaube ich, vorhin gemacht. Nothing stings like a missed dunk. Easy. Defense is on him like glue. Super streak. Mit Verteidigen hat das auf jeden Fall nicht ganz so. Unsell. Wall. Oh. Stomach turning shot there. Unsell macht den richtig hart rein. Aber dann wieder überhaupt keine Defense. Soft touch. Pick this pocket. Ah. Bam. Aber egal, ich glaube, diese Partie, das sieht eigentlich jetzt gerade eben ganz gut aus. You can't miss with a supercharged Heftig. Ball. Also 11-18. Easy going. Easy. Dann haben mir einige von euch geschrieben,
Der droppt nicht. Keine Spieler kaufen, sondern... Ja, jetzt ist komplett vorbei. Packs öffnen. Ich habe schon ein Pack-Opening gemacht. Allerdings wusste ich nicht, dass ich da so krasse Karten... Oh, was ein Block. Dass ich da so krasse Karten bekomme. Deswegen habe ich mir das Gott sei Dank noch über die PlayStation gesaved. Wird es dann auf jeden Fall geben, wenn wir mit der ersten NBA-Saison durch sind. Dann gucken wir mal, ob wir noch eine zweite NBA-Saison machen, ob ihr da überhaupt Bock drauf habt oder ob ihr sagt, nee. Oh, sogar der Dreier fällt. Jetzt gibt's mal richtig Dresche. Unsell. Wall. Unsell. Ich habe vorher, glaube ich, beim ersten Mal das D mit betont. Also ohne D. Unsell einfach. Das wäre jetzt ein bisschen zu krass gewesen. Easy. Okay, also die haben gar keine Chance gegen uns. It's telling a big story right now. Somebody didn't come to play. Oh, der Drop. Pierce. Okay. Tatum. Der war heftig. Oh, fantastic handles. Dunky Brewster. Dass der Drop ist richtig heftig. Wall. Gott sei Dank ist dieser Bonus weg. You thought you were gonna make that? Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass der droppt. Egal in welchem Modus ich das bisher gemacht habe. Like a wall holding back that try. If this team Windex, could they clean this glass all day, baby? Schau ich mal noch ganz kurz nach für euch, was John Wall denn aktuell überhaupt an Stats liefert. Big playoff win. Just watch that win percentage climb. Boah, was ein krasser Shot. Jetzt spiel Boston gegen Philly. Geiles Ding. Geiles Ding. Also John Wall, wir gucken mal. 20,7 Punkte. 7,2 Assists. Oh my goodness. 12% von der Dreierlinie. Das ist hart. Das ist echt hart. Das kann er nicht bringen. Boah. Okay. Ich habe bisher noch kaum was gesehen von den Washington Wizards. Deswegen bin ich gerade ein klein wenig geschockt. Wir spielen wieder mit Paul Pierce und Jason Tatum gegen Stackhouse und Bobby Jones. Und wir hatten erst vor kurzem diesen Fight von Rajon Rondo, Chris Paul und Ingram. Ich weiß nicht, wer von den jüngeren Leuten diese Szene kennt, wo Stackhouse Gegner... Wie hieß er? Ich glaube, Horner Jack. Damals bei den Jazz. Die ganz genau, müsst ihr mal nachgucken. Einfach gibt das Video ein. Stackhouse, Horner Jack, Fight. Junge. Ey, da sind Fäuste geflogen damals. Die haben sich so krass... Also Stackhouse ist ja damals richtig ausgerastet. Macht er rein. Und das Heftige war, Stackhouse galt damals eigentlich als... Wow. Ooh, cash money. Klarer Favorit als Rookie, auf den Rookie of the Year Award. Danach hat so Kritik... Oh, geile Defense. Keeping it alive. Oh, wieder geile Defense. Und Rebound. Taking it back. Was, wie kann ich den verlieren? Und wieder he geile Defense. Buy a bucket today. Aber jetzt, ey, kann ich bitte jetzt mal nehmen? Supercharge lottery pick. That ball goes in from anywhere. Ey, Alter, was geht hier? Endlich habe ich den Ball. Stackhouse shook his man. Streak. Ja, Stackhouse hat damals natürlich einen brutalen Shitstorm, wenn man das so sagen kann, in dieser Zeit abbekommen. Aber die Zeitungen waren auf jeden Fall voll davon. Ja, der sollte perfekter Wurf. Hat auch eine richtig fette Geldstrafe bekommen. Wortgefecht, ich weiß gar nicht mehr, was genau da damals abging. Auf jeden Fall. Ich kenne dieses Video, ich kenne diese Szene. All bark and no bite. He crashes und damals the ja der Partner von Allen Iverson, also das war ja so dieses magische Duo. Trotz allem, da hat bei Stackhouse auf jeden Fall in seiner Rookie-Season das hier mal komplett ausgesetzt. Ich glaube, ich kann mich... Ey, ganz ehrlich, die regen mich jetzt langsam ein bisschen auf. Ich glaube, es hat keiner mehr außer Stackhouse in seiner ersten Saison
Vicious block okay, on that dunk. Pierce. Komme ich aber nicht ran. Egal, ich muss erstmal den Ice Bucket loswerden. Nee, ich glaube, keiner mehr aus dem Stackhouse, also könnt mich gerne korrigieren, wenn ihr noch jemanden wisst. Hat da in seiner Rookie-Season so ein Eklat abgeliefert. Ich muss es mir echt noch. Ich hätte es mir eigentlich angucken sollen, bevor ich. Score! Aber schaut es euch an. Gibt's ein Stackhouse, Corner Jack von den Jazz. Are you playing from jail? Cause me, der geht nicht. Aber den muss ich dann halt auch holen. Und, ey, krass. Ich spiele so eine kranke Defense, aber. Only 1 minute left on the clock, huh? Oh, rein damit. Damn it. Gut. Rips. Ansonsten natürlich trotzdem ein genialer Basketballer, hat in seiner Karriere über 19 Punkte im Durchschnitt gedroppt. Richtig, richtig guter Baller. Wird the nicht so viel darüber. Hallo? Manchmal seid ihr hier in dein Gesicht. Es ist natürlich immer schwierig, wenn daneben dir so ein Star ist wie Allen Iverson. Genau. Flub the finger roll. Genauso wie halt zum Beispiel Scottie Pippen damals Michael Jordan neben sich hatte. Das ist immer dann eine schwierige Kombi, aber trotz allem hat er so den Revenue schon bekommen, den er verdient. Aber heute kennen halt einfach mehr die jungen Leute Allen Iverson aufgrund seiner. Oh, der war richtig mies. Life's too short for that kind of shooting. Ja, life is too short for that kind of shooting. Drive. Ey, der Street. Darf halt niemals droppen. Egal. Shot Clock und Game Clock sind fast gleich. Easy. Game Winner. Game Winner! Boo! Simple concept. Stellt euch vor, der wäre reingeflogen, dann wäre ich raus gewesen. Also, beziehungsweise hätte das Ding verkackt. Okay. A fantastic playoff win. Das sieht gut aus. Stop gloating on the court. Dann war's das in dieser Folge mit unseren Games. Wir sind kurz davor, die Eastern Conference Finals zu gewinnen und dann geht es entweder gegen Golden State oder die Houston Rockets. Das bedeutet, wenn alles normal läuft, dann ist in der nächsten Folge diese erste NBA-Saison schon vorbei, wenn wir gewinnen sollten. Ich sag vielen Dank fürs Reingucken. Wenn du noch irgendwas zu den Spielern hast, was ich jetzt nicht erwähnt haben sollte, klar, es ist bloß so ein Mini-Input. Bei diesen kurzen Games kann man jetzt nicht so krass reingehen, aber schau dir auf jeden Fall diesen Fight on Stackhouse gegen Cornerjack. Jeff Cornerjack kann ich hier auch nochmal vorlesen. Und Geldstrafe habe ich mir auch aufgeschrieben. Waren damals 7.500 US-Dollar, was damals ein schon ordentliches Geld war. Heute ist das undenkbar. Also was es heute für Geldstrafen gibt, aber auch heute verdienst du ja auch einfach gefühlt das 80-fache. Gut, ich würde sagen, das war's wieder mit einer Folge. Bis zum nächsten Mal. Dein Max. Ciao.